ich muss mal aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, Herr Professor Rosenbusch. Also ich habe zwei 14-jährige Jungs, schönes Alter, und die sind natürlich auch im Internet unterwegs und auf den Social Medias, und die werden tatsächlich, ich sag mal, alle zwei Wochen angeschrieben in der persönlichen Nachricht auf Instagram von irgendeiner Firma, Sonnenbrillen, Klamotten, was weiß ich. Ja, wir finden dein Profil so toll, können wir dir nicht mal Sachen schicken? Du musst auch nur den halben Preis bezahlen. Also ich kriege da als Mutter wirklich Schnappatmung, ja, muss ich ehrlich sagen. Wie reagiere ich da als Eltern, Herr Professor Rosenschock? Sie haben vier Kinder. Sagen Sie es mir. Naja, bei den 14-Jährigen hat man ja als Elternteil nicht mehr so viel zu sagen. Aber das Phänomen, was uns heute beschäftigt, das hat ja damit zu tun, dass Kinder heute in der vierten Grundschulklasse so mit 10 Jahren ihr Smartphone bekommen, so mit 9, 10 Jahren. Und dann sind sie natürlich auf den Plattformen der Erwachsenen unterwegs. Und wir haben einen Kinderwerbemarkt, der fängt sozusagen am Kiosk an mit den Zeitungen, Zeitschriften, die Kinder dort kaufen. Der geht über Spieleaffe, wo sozusagen Kinder professionell auf Werbeseiten geleitet werden. Und natürlich bei YouTube und in anderen Kanälen ist der Kindermarkt ein hoch umkämpfter Markt. Und das fängt natürlich jetzt bei den 8-Jährigen an. Und dieses Phänomen, was wir heute besprechen, der 8- bis 12-Jährigen, das sind ja so, die sind noch Kinder oder auch Preteens, aber sie bewegen sich faktisch auf Plattformen, wo sie gar nicht bemerken eigentlich, wie stark sie schon als Kunden wahrgenommen werden und wie stark sie auch ihre Lebenshaltung und auch das, wie sie ihr Geld einsetzen, auch das der Eltern und Großeltern, dann davon abhängt, was sie sehen und was das sozusagen mit ihrem Leben zu tun hat. Wir nennen ja diese Influencer Sinfluencer, weil sie eigentlich den Kindern suggerieren, dass sie für ihre Form von Kindheit, von Aufwachsen ganz wichtig sind und dass die Kinder hier eben auch mitbekommen, wie verhalte ich mich heute als Mädchen, als Junge, wie ist das sozusagen mit meinem Kleidungsstil? Und da sind natürlich hier sehr starke Einflüsse. Also, wie Sie gerade sagten, auf der einen Seite sind es die, ich sag mal, 8- bis 12-Jährigen, die beeinflusst werden von Influencern, aber dann gibt es ja auch wirklich solche in dem Alter, die selbst Influencer sind. Ich habe eine Geschichte gelesen, das ist ein Texaner, der war 2019 8, also ist er jetzt 10, der hatte damals allein auf YouTube 26 Millionen Dollar erwirtschaftet durch seine Videos. Ich finde es unglaublich. Naja, ich frage mich überhaupt, ob man in dem Alter sich Gedanken macht, also bitte denken wir mal alle mal zurück, ob man das richtige Styling, die richtige Torte hat, die richtige Tortenfarbe. Bei mir war es ein Drama, wenn irgendeine Freundin nicht kam zum Geburtstag und ich kann mich nicht zurückerinnern, was ich an meinem 12. Geburtstag getragen habe und ob es Markenklamotten waren oder nicht. Also ich denke, das ist doch überhaupt keine Frage, die einen mit 12 beschäftigen muss. Und ich muss auch nicht antworten, ob sie zu wenig oder zu viel Brust hat. Also ein Kind in diesem Alter muss nachmittags spielen und nicht irgendwie Produkte verkaufen. Also da hört es für mich einfach auf. Das sind Fragen, die nicht in diese Altersklasse gehören. Herr Rosenstock, also was mich wirklich auch geschockt hat, waren diese Hassbotschaften, die so ein 13-jähriges, unschuldiges Mädchen einfach mal bekommt. Jetzt zum Beispiel das Thema Oberweite. Das kann doch nicht gesund für so ein Kind sein, oder? Ja, ich habe ja einen realen Zwilling, wir sind auch eineiig, aber das ist natürlich nur eine gewisse Gruppe, die diese Erfahrung macht. Diese Kinder machen die Erfahrung, wie es ist, einen digitalen Zwilling zu haben und dass sie eben hier auch Erwartungen natürlich dann ausgesetzt sind, diesem Bild zu entsprechen, aber auch die ganzen Projektionen ertragen müssen. Und das, was ursprünglich eigentlich nur Politikern oder Filmstars oder so sozusagen passiert ist, dass sie eben Fläche für Projektionen waren. Das muss eben heute auch ein 12-, 13-jähriges Mädchen dann ertragen. Und wie gesagt, es ist ein Erwachsenenmedium, wo sie dann auch sich bewegt. Und da passiert es natürlich auch mit den Hassbotschaften. Da haben wir eine Form von sexualisierter Gewalt, struktureller Gewalt auch. Und wir haben natürlich auch Öffentlichkeiten, die für uns ganz schwer fassbar sind. Das heißt, es geht eben auch bis in die Pornografie oder Kinder. Missbrauch hinein, wo eben bestimmte Ausschnitte dann auf bestimmte Foren geleitet werden, wie das auch Jugendschutznet nachweisen konnte. Und hier ist eben ein Feld entstanden, wo man aus Kinderrechten sehr genau hinschauen muss, denn es geht um Persönlichkeitsrechte auch des Kindes.
Aber es geht auch darum, dass eben Kinder wirtschaftlich Tätige sind, wo die Eltern letztendlich dann die Kanalbetreiber sind und damit das Geld verdienen. Können diese Eltern von diesen Kinderinfluencern, sage ich mal, eigentlich ihrer Fürsorgepflicht noch so richtig nachkommen als Eltern? Also ich finde nein. Und außerdem, das Störendste für mich, und deshalb haben wir die Experten heute da, ist, dass es hier bestehende Gesetze im Internet nicht gelten. Und das ärgert mich. Wenn heute ein Kind im Bayerischen Rundfunk auftritt, dann gibt es einen Rahmen, wie viele Stunden dass es arbeiten darf, wie das Geld angelegt werden muss und. Und hier im Internet ist es ein rechtsfreier Raum. Also was wir hundertprozentig brauchen, dass die Aussendungskanäle dafür verantwortlich sind, dass die Kinder innerhalb des Kinderschutzes und der Kinderrechte, wenn überhaupt, diese Produkte produzieren. Es hat früher auch Werbung gegeben mit Kindern. Also da gibt es eine Schokolade, da gibt es einen Zwieback, aber da musste dann den Sender, der das ausstrahlt, vorgelegt werden, unter welchen Umständen wurde das aufgenommen. Wenn ein Kind in der Oper mitarbeitet, in einem Stück, da muss das ganz genau hinterlegt werden und ganz genau bewiesen werden. Und das findet hier nicht statt. Und deshalb brauchen wir da wirklich eine Gesetzgebung, damit die Kinder wieder Kinder sein können. Ich habe ein Beispiel, entschuldigen Sie, dass ich so lange mache. Da gibt es Miley's Welt in Deutschland, die hatte knapp 1 Million Abonnenten, hat knapp 2000 Videos gemacht und hat damit 1 Million verdient. Also entschuldigen Sie, Sie wissen, wie lange jemand glöbbeln muss, bis er 1 Million verdient. Das kann in diesem Alter, die macht es seit 6 Jahren, ist jetzt 11. Also das kann es ja wirklich nicht sein. Das ist einfach Kinderarbeit. Das muss man auch so benennen. Und ich finde es verwerflicher, noch schlimmer und verwerflicher, dann Produkte für diese Gelder mit zu bewerben, als wenn ich aus Not meine Kinder zum Schokolade ernten schicke. Also das ist nichts anderes als Kinderarbeit.